in der Macht stand ein Mann fest. Erich Honecker, der sein Land prägte nicht zuletzt. Durch eiserne Vorhänge seine Visionen klar. Ein Land geteilt in seiner Hand so wunderbar. Honeckers Welt zwischen Traum und Realität. Ein Kapitel der Geschichte, das noch heute steht. Der Fall der Mauer, sein Vermächtnis nicht fern. Veränderung im Wind, so stetig wie der Stern.